Also unser Gefühlsklärer spiegelt uns etwas. Er spiegelt uns stets, dass auch wir unserer Lebensfreude entsagen, dass auch wir nicht tun, was wir eigentlich als erfüllend empfinden. Und wir haben tausend Verstandesgründe dafür. Oder aber es ist einfach mangelndes Selbstbewusstsein. Was macht das mit dir, wenn du einen Menschen vor dir hast, den du zutiefst liebst? Und du merkst, zum einen, der wendet sich dir nicht zu, weil er seine eigene Lebensfreude ablehnt. Weil er sich in einem Modus befindet, wo er sich selber emotional opfert. Also was macht es mit dir, wenn dieser Mensch sich opfert? Und an wen erinnert dich das? Ist es möglich, dass du genauso bist? Dass du zwar diese sogenannte Herzmenschposition hast, aber dass du dir auch dein Glück versagst? Dass du an entscheidenden Stellen auf deinen Verstand hörst und das damit bezahlst, dass du unglücklich bist? Und bitte missverstehe mich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass du deinen Verstand nicht benutzen sollst. Der Verstand ist etwas unglaublich Wichtiges. Es ist ein Werkzeug, das dazu da ist, um in unserer 3D-Welt leben zu können. Du würdest, wenn du deinen Verstand nicht benutzt, sehr bald, ohne links und rechts zu gucken, über die Straße laufen und dafür sorgen, dass ein Auto dich überfährt. Du würdest sehr bald kein Geld mehr haben, sehr bald deinen Kühlschrank leer gefuttert haben. Sehr bald deinen Kühlschrank leer gefuttert haben. Der Verstand ist schon unglaublich wichtig. Aber wir neigen dazu, den in Zusammenhängen zu benutzen, wo er nichts zu sagen hat. Die Frage des Verstandes ist wie und nicht was. Was will ich eigentlich von meinem Leben? Was ist das, was mich glücklich macht? Was ist das, was mich erfüllt? Diese Fragen haben mit dem Verstand nichts zu tun, aber sie sind die wesentlichen in deinem Leben. Der Verstand fragt wie. Wie verwirkliche ich das? Wie erreiche ich dieses Ziel? Wie schaffe ich es, dass mein Kühlschrank voll ist? Manchmal gerät das in Widerspruch, wenn du sagst sowas wie ja. Ich würde am liebsten malen das den ganzen Tag machen. Aber davon kann ich nicht leben. Also gehe ich ins Büro den ganzen Tag und bin dort den ganzen Tag unglücklich. Denn dein Verstand kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses Gekritzel, was du da machst, irgendwen interessiert. Und bezahlen tut schon keiner dafür. Und du bemerkst nicht, dass es eigentlich um ein anderes Thema geht. Dass es eigentlich darum geht, dass du deine Fähigkeiten nicht schätzt. Und vielleicht geht es darum, dass du den Rahmen noch nicht gefunden hast, in dem du deine Fähigkeiten einsetzen kannst. Vielleicht bist du besser als Designerin aufgehoben oder als Tätowiererin. Vielleicht solltest du lieber als Dekorateurin arbeiten oder bei der Entwicklung eines Spiels mithelfen, bei der Grafik. Vielleicht lernst du jemanden kennen, der ein Kinderbuch schreiben will und noch jemanden sucht, der die Zeichnung macht. Was ich dir sagen will, ist, dass du häufig nur den richtigen Rahmen brauchst und dass du dir diesen Rahmen vielleicht sogar selber erschaffen musst und dass das ist, was deinem Leben Freude geben würde. Ja, wir haben hier über den Beruf gesprochen. Aber vielleicht hast auch du einen Partner und diese Partnerschaft ist seit langem unglücklich oder ihr lebt so ein bisschen wie Familienmitglieder zusammen, die zwar emotional nah sind, aber diese männlich-weibliche Anziehung ist vielleicht schon seit Jahren raus. Und tatsächlich ist es nicht das, was du dir als Partnerschaft vorstellst. Vielleicht übst du Dinge aus in deiner Freizeit, in deiner Familie oder in deinem Beruf, die deiner Gesundheit schaden. Du weißt dies zwar,
Aber du willst keinen Abstand davon nehmen, weil es dir deinen Lebensunterhalt sichert, weil deine Familie das so möchte. Oder weil du das schon immer getan hast. Auch das gerät manchmal in Widerspruch. Ich habe früher vor etlichen Jahren Kampfsport betrieben. Und es hat mir wirklich Freude gemacht. Und mir ging es tatsächlich nicht darum, irgendwelche Leute zu verprügeln. Aber das kam meinem Bedürfnis entgegen, mich zu bewegen, gleichzeitig meine Disziplin zu schulen, meine Bewegung zu schulen. Und ich musste es aufgeben, ich musste es aufgeben, weil meine Schulter das einfach nicht mitgemacht hat. Und ich habe es erst dann gemacht, als die Schmerzen so groß waren, dass ich die Übung einfach nicht mehr durchführe. Ich habe danach tatsächlich nie wieder eine Sportart gefunden, die mir Freude gemacht hat. Tatsächlich habe ich jede andere Art von Sport immer als Abrackern empfunden. Und deswegen habe ich es einfach ganz aufgegeben. Also unser Gefühlslehrer spiegelt uns etwas. Er spiegelt uns stets, dass auch wir unserer Lebensfreude entsagen, dass auch wir nicht tun, was wir eigentlich als erfüllend empfinden. Wir haben tausend Verstandesgründe dafür. Oder aber es ist einfach mangelndes Selbstbewusstsein. Also die Ausrede, ich kann das nicht. Niemandem gefällt das. Ich kann davon nicht leben. Und. Aber gehen wir mal weiter. Was spiegelt dir dein Gefühlsklärer noch? Was ist da noch? Nun, du liebst ihn. Scheinbar liebt er dich auch, ja, er verrät sich einfach manchmal. Er sagt solche Dinge wie, ich wünschte, du wärst nicht verheiratet. Oder sonst irgendwas. Und trotzdem, er wendet sich dir nicht zu. Was spiegelt er dir noch? Damit. Denn das erzeugt in dir Schmerz, tiefen Schmerz. Nun, zum einen ist wieder dieser alte Aspekt dabei, den ich gerade besprochen habe. Du tust nicht, was deinem Herzen gut tut. Du wendest dich von deiner eigenen Lebensfreude ab. Das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt. Und das, was er von dir sehen will, ist genau das, dass du dein Potenzial entwickelst, dass du das tust, was in dir angelegt ist und das, was du gerne tust und wofür du eine Begabung hast. Ja, das ist deine Gabe. Das ist das, womit du deine Freizeit und am besten auch deine berufliche Zeit verbringen solltest. Das ist eines der Gründe, warum ich in meinen Videos immer wieder mal auf Berufung eingehe. Berufung ist genau das, wozu du geschaffen bist, ist genau das, was Gott von dir möchte. Dass du das einsetzt, was du als Gabe bekommen hast und nicht Reifen wechselst, wenn du eigentlich den Pinsel schwingen solltest. Und wohlgemerkt, ich habe nicht gesagt, dass Reifenwechseln minderwertig ist. Ich habe nur gesagt, dass das vielleicht nicht das ist, was du tun solltest. Jemand anders, der es wesentlich besser kann, der wesentlich mehr Freude an diesen Dingen entwickelt, vielleicht schon. Ich zum Beispiel. Ich sitze gerne zwischen Palmen und anderen Bäumen, so wie jetzt. Und ich teile anderen Menschen per Video meine Gedanken mit. Und wenn jemand feststellt, oh, da ist was, das möchte ich auch. Aber ich bin daran gehindert, ja. Dann biete ich ihm ein Coaching an. Ich biete ihn an, zu gucken, wie er von A nach B kommt. Wie er von dem Punkt, wo er jetzt gerade ist, an den Punkt kommt, wo er hin soll. Aber schauen wir ruhig noch tief. Also dieser Mensch wendet sich dir nicht zu und das erzeugt Schmerz in dir. Es erzeugt tiefen Schmerz in dir. Und was dann passiert ist, dass es all das in dir hervorholt, was dir Schmerz bereitet. Und es ist zwar kein Spiegel in diesem Sinne, sondern es ist einfach der Prozess, der notwendig ist, damit du dich deiner Freude zuwenden kannst. Denn das, was deine Lebensfreude blockiert,
ist der Schmerz in dir. In deinem Gefühlsklärer erkennst du oftmals sehr klar, wie er seinen Schmerz unterdrückt und ihn damit lebendig und wie er sich weigert, dahin zu schauen. Und das bewirkt, dass der Schmerz immer da ist und dafür sorgt, dass er sein Verhalten nicht ändern kann und seine Lebensfreude nicht findet. Und dieses Verhaltensmuster, das kannst du in dir selbst wiederentdecken. Und du kannst in dir entdecken, was du eigentlich tun solltest, worum es wirklich geht in deinem Leben. Bevor wir uns innerlich verändern können, müssen wir diese alten Wunden, die sind nicht von jetzt. Es ist nicht so, dass du eine Wunde davon getragen hast, weil dein Gefühlsklärer dir gesagt hat, nö, Sex mit dir will ich nicht mehr. Oder nö, ich komm nicht. Oder ach nee, ich liebe dich doch nicht. Nein, das ist nicht die Ursache. Die Ursache liegt meistens in geraumer Vergangenheit, fast immer in deiner frühen oder sogar frühesten Kindheit. Seltener in deiner Jugend. Manchmal sind es Familienstrukturen, die du von deinen Ahnen schon geerbt hast. Und manchmal sind es Dinge aus vergangenen Leben oder das, was sich als vergangenes Leben darstellt. Denn dieses Phänomen ist viel komplexer, als du es dir vorstellst. Denn so nebenbei erwähnt, ein Ich, das sich über die Jahrtausende von Körper zu Körper inkarniert und immer eine verschiedene Form annimmt, das gibt es in dieser Form nicht. Aber trotzdem stellt es sich so dar. Und es beeinflusst dein Leben. Sorgt dafür, dass du nicht als ungeschriebenes Blatt auf die Welt kommst. Und auch das Dualseelenphänomen ist sehr viel komplexer, als du glaubst. Aber das ist Thema für ein eigenes Video. Und in der Praxis kommen wir halt mit einem einfachen Modell aus. Deswegen ist auch das Gefühlsklärerphänomen nicht das, was es an der Oberfläche zu sein scheint. Aber tatsächlich reicht es, es sich so vorzustellen. Gefühlsklärer, Loslasser. Wenn du ein Fahrrad bauen willst, dann brauchst du keine Kenntnisse in Relativitätstheorie und Quantenphysik und auch die Feldtheorie ist überflüssig. Alles, was du wissen musst, ist ein bisschen Mechanik und ein bisschen von handwerklicher Kunst. Also eben gerade weil diese Verbindung so tief ist, kommt der Schmerz in dir hoch. Der Schmerz führt dich von Ebene der Existenz zu Ebene der Existenz. Also Dinge aus deinem Leben, Dinge aus dem Leben deiner Eltern, deiner Familie, Dinge aus dem Leben deiner Vorfahren und Dinge aus deinen vorangegangenen Existenzen. Du bekommst also einen umfassenden Überblick über das, was dich ausmacht. Das, was dein Verhalten ausmacht. Das, was dein Denken ausmacht. Das, was dein Fühlen ausmacht. Du lernst dich im Laufe des Prozesses auf einer tiefen, sehr tiefen Ebene kennen und lieben. Und wenn du deinen Gefühlsklärer nicht getroffen hättest, würde das nicht passieren. Du würdest sagen, nö, tut weh, interessiert mich nicht, ich lenke mich ab. Aber der Segen dieser Begegnung liegt eben darin, dass der Schmerz, der dann hochkommt, so tief, so umfassend ist, dass du den Blick nicht mehr abwenden kannst, so sehr du es auch möchtest. Und dass du durch Zuwenden deines Blicks in dein Inneres, in dein Fühlen, in deinen Schmerz, diesen Schmerz von innen auflöst. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Du löst auch die sogenannten karmischen Themen auf. Und Karma, ja, das ist etwas ganz anderes, als du vielleicht glaubst. Denn unsere Vorstellung von Karma ist auch da reichlich primitiv. Also dieser Mensch,
ist deine Initialzündung dafür, dass du entdeckst, wer du wirklich bist. Und dieses wirkliche Sein ist das, was dich in deine Erfüllung führt. Nicht, wie du vielleicht geglaubt hast, mit diesem Menschen in Beziehung zu sein. Das ist ein Geschenk, das es häufig dazu gibt. Und es ist nicht zu unterschätzen.